Aber sehr schlecht mal auf, was man dann da sowas auch mit drin haben. Nirgt ihr nämlich automatisch beim Einsehen auch nochmal. Dann ist da auch eine, ist auch die eine Dünge, quasi. Ich spare, auch ein Zeug, ne? Naja, Schnauze. Das ist natürlich auch interessant dann zu wissen. Wir machen aber jetzt, wo ich jetzt hier den Helfer ein und flüge selbst. Beim Flügen kann ich mehr verkehrt machen als wie beim Einsehen. Ich hoffe, dass ich hier auf der Spur bleibe, dann ist es gut. Ich weiß ja, wo mein Reifen ist hier, dass ich mit dem da in der Loch bleibe. Und wird hier hinten rum eigentlich auch nichts passieren. Eigentlich. So, ich gehe jetzt aber jetzt hingehen und die Gruppe andauernd drehen. Mach nämlich einfach so jetzt. Sondern hier auch schnell mit durch. Dann kann man düngen. Dann wird mit einem nochmal düngen. Und danach, wenn das quasi durch ist, müssen wir auch noch einmal düngen. So sparen wir uns das ganze Spiel eigentlich. Und wir haben uns Dünger gespart vor allen Dingen. Frage ist dann nur, wie weit komme ich mit einer Füllung aus? Da wäre natürlich auch gut, dann endlich mal der Inspector Mod käme. Sage ich jetzt einfach mal, damit ich hier alle im Blick habe. So, ich mache mir von Fahrt jetzt nur noch. Also sehen, das, also Düngematerial wird auf jeden Fall ins Geld gehen. Bis ich dann die nächste, immer schon mehr leisten kann. Dann müsste ich vielleicht auch mal hingehen und danach nach schönen Mods gucken. Also, ja, ich muss vorhin noch, oder? Der muss trotzdem. Da kommt auch jetzt halt rum. Aber ich habe ja schon mal geflügt und alle drei Touren muss geflügt werden. Je nachdem, alles zusammen müssen wir vielleicht mal flügen. Vielleicht auch später mit größeren Flügen. Geld kommen wir jetzt nicht zugespannt, das so ist ja nicht. Ah ne, 2 das heißt hier der. Die Dinger da eben. Scheiße. Klingt ja auch herrlich. Verspassen, aber. Naja. Ja, Ölrettich ist mir glaube ich ein bisschen zu viel Arbeit. Ölrettich da anzupflanzen.
am größten, auf jeden Fall definitiv am größten Hänger gucken. Und wir da auch wieder aufpassen müssen auf die Höhe, damit wir auch mit unserem scheiß Rohr da irgendwie zurechtkommen. Da muss man auch drauf achten. Ich hätte auch gut da klar zu kommen. Schau mal, ich spiele einfach mal gerade an. Ey, hör mal, komm, so schief kann ich doch hier jetzt nicht so schief kann ich schon im Leben nicht hier gesät haben. Im Leben, er könnte mir nicht erzählen. Irgendwas ist hier gelaufen, dass der hier abgebrochen hat. Könnte mir nicht erzählen. Aber schön zu sehen, der auch düngt in einem. Also auf die Sämaschine müssen wir auch aufpassen, die auch düngen in einem. Drin, aber ja, bin ich mal gespannt, ob der das auch weiterhin ordentlich macht hier. So, ich schau mal einfach mal gerade was anderes nach Gruber. Was kosten die so? 3 Meter, 3 Meter, 4 Meter. So. 250 PS für den, ey. Einen Zunhörer kann ich hier dran hauen. 180 PS, 6 Meter, 330 PS, 400 PS, 300 PS. Ah! Scheiße, ich bin so scheiße als die Faktoren, Halleluja, ey. Aber was ich mir da hierbei gedacht habe, wieder. Also, weiter mal, wie wir gelesen haben, wir sollten, bevor wir Felder kaufen, jede Menge Missionen darauf machen. Denn dann werden es umso billiger für uns. Frage ist, wenn die dann bestellt sind, kann man auch die Fruchtsorte direkt mit, die da drauf ist, oder eher weniger? Eine sehr berechtigte Frage. Ob diese stimmt, ich weiß es nicht. Und die Flüge wollte ich mir gerade angucken, was hier für Flüge gibt. Das haben wir, glaube ich, im letzten Test schon gemacht. Den haben wir. 2 Meter alles breit. 180 PS, 3 Meter. Die hier Power hier brauchen, das ist abgefahren. Na gut, aber müssen wir halt mit dem kleinen Flug hier arbeiten. Ins Annex. Da komme ich jetzt nicht so einfach drum herum.
Ich muss mal einfach mal verhängert gibt noch. Vielleicht da in die Richtung als nächstes machen. Der wäre besonders wichtig. Aber zumindest einen kleinen Traktor noch, kleinen Hänger noch dazu holen, dass ich den dran koppeln kann. Weil ich glaube, der hat einen Zugmaul hinten dran. Ich will mich da aber jetzt gerade erst wirklich festlegen. Das Idiot hat vergessen, Therme zu starten. Scheiße. Da muss die Folge entweder was länger oder was kürzer. Ich kann es manchmal besser, wenn ich es gerade echt jetzt sagen. Hehehe. Scheiße. Das ist richtig scheiße. Naja, wir machen jetzt hier das Wetter auch immer noch fertig. Ich würde sagen, 10 nach 9 Ingame-Zeit. Welche Part einfach mal beenden. Ich denke mal, mehr oder weniger auf Lusche frisch gesagt, auch wenn es mal mehr oder weniger ist. Schauen wir mal, es wird eher mehr als alles andere sein. Ich muss gleich mal unsere Sämaschine noch sagt. Wir müssen mal gucken, wenn wir unseren Wachstumsversatz hinkriegen. Natürlich am Anfang jetzt noch ein bisschen, zieht sich das alles noch ein bisschen, da wir ja jetzt mal alle Felder bestellen müssen, etc. pp. Parala. Wenn man nachher später wieder, upsa. Mehrere Maschinen haben, dann können wir natürlich hingehen und, wie soll ich sagen, dann können wir hingehen wieder separat Felder dazu schalten. Aber wir müssen vor allem auch die Silos dann entsprechend auch noch erweitern. Aber im Moment ist es ja so, dass wir da jetzt nicht allzu viel brauchen. Muss natürlich nur aufpassen. Ich weiß nicht, wie viel da in so ein Silo reinpasst. Ich weiß nämlich nicht. Ja, das hetzt wieder aus. Aber naja, also das ist nichts Wichtiges, was ich darauf hören muss. Wort lädt halt richtig, kann natürlich auch sein, heißt, was wir Zeit für ein neues Headset. Die ganze Zeit gut. Was ist los mit dir, Headset? Verstehe es nicht. Wenn eine Patrouille muss, dann heißt das mal nach vorne gucken. Damit kaputt ist. Die ganze Zeit geht gut. Jetzt auf einmal? Erzählen. So, was hat man jetzt alle Felder gedüngt? Machen wir nicht mal einen Schub, dann schubt man einen direkt mal den Hänger mal an. Ob der einen Zug noch hinten dran hat oder nicht. Den muss ich am Spucken, je nachdem, vielleicht ein Zeitanhänger. Ja, von wegen Fassungsvermögen. Ne, steht nichts vom Fassungsvermögen. Ah, der hat auf jeden Fall eine Kupplung hinten dran. Das wäre schon mal optimal. So. Dann schauen wir uns mal gerade an. Anhänger. Kipper, vielmehr. Kipper. So. Der hat 8000 Liter. 1000.
Was mit 10.000 Atmosphäre-Liter? Ich hab 15.000 Liter, das ist maximal hier, das Ding. Frage ist, CBA. Okay, das ist auch alles gepumpt werden. Kann ich einfach der Woche noch gehen von der Höhe her? Brauchen wir zu probieren. Der wird wahrscheinlich schon zu hoch sein. Der wird zu hoch sein, denke ich mal schon. Ich sag mal, der wird in Ordnung gehen. Jetzt weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mir den mal holen hier. Mal ankuppeln. Ankuppeln. Und mal gerade an den Mähdrescher fahren, damit ich sehe, wie viel Luft ich schon noch nach oben habe. Wenn es jetzt so sein sollte, dass der kaum noch Platz nach oben hat, muss ich gucken, wie es sich hier auswirkt jetzt. Und da habe ich noch genug Platz nach oben. Ich riskiere jetzt einfach mal. Ich speichere aber einmal gerade. Dann speichere ich den Weg hier einfach. Nachher. Theoretisch. Ich möchte den hier verkaufen, aber den anderen kaufen. Zurückfahren, dann muss ich aber auch nochmal Mission machen. Nächste Folge. Nur noch ein bisschen Geld reinbekommen. Dann hat man ja auch abgeerntet. Ja. Das wird Hammer werden. Reicht jetzt schon. Naja. Dann schauen wir doch einfach mal jetzt nach. Wichtig ist, wir müssen erst den Kipper kaufen. Kipper, Kipper, Kipper. Ich mit drei Reifen sitze. Bringt mir nichts. Reifen kaufen. Dann schauen wir es einfach mal gerade nach. Wie der noch höher ist. Eine Höhe her ist. Pech habe. Ist ja schon zu hoch, aber dürfte eigentlich passen. Ja, passt locker, den kann man holen. Boah, da hätte ich so nachkommen schon drauf jetzt hier. Kaufen wir.
Bringe Spreitreifen, verkaufen. So, ja. Die Speicher muss ich also auch ziemlich zügig austauschen, weil die kosten mich Unmengen an Geld. Scheiß Brecher mir jetzt bald hier. Na gut, aber ich würde mal sagen, ich beende den Part jetzt hier. Und sag einfach mal, wenn es euch gefallen hat, schaut doch morgen wieder ein, zwei neuen Folge. Style, ciao.